Willkommen zurück bei Jurassic Park, dem ersten, dem einzigartigen, dem schon coole Spiel hier, muss man mal sagen, ne? So, ich hoffe, dass wir jetzt das Spiel beenden werden. Mal gucken. Schauen wir mal. 20 von den Dingern müssen wir jetzt sammeln. Und ja, man kann sagen, was man will, ne? Irgendwie ist schon ganz cool. Oh nein, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Das Miese an dieser Stage ist nämlich, dass hier, glaube ich, auch Felsen runterkommen. Und das ist, macht überhaupt keinen Spaß. Oder? Ich weiß es nicht. Also gucken wir doch einfach mal. Gucken wir einfach mal. Zum ersten Mal, dass das Diagonalschießen auch geklappt hat hier. Noch so eine Frage ist, sind die Höhlen... Ach shit, falsche Muni. Sind die Höhlen auch wichtig für das Einsammeln von Eiern? Oder? Bei der SNS war es so. Ach guck mal, jetzt muss ich hier auch noch vier die... Bei der SNES-Version war das so, okay. Aber die SNES war ja auch krass vielseitig. Ah, ja klar. Habe ich das jetzt hier gemacht? Habe ich das jetzt geschafft oder irgendwie so? Hier steht irgendwie X. Muss ich jetzt irgendwie noch mal irgendwie? Oh ja. Muss ich hier noch mal irgendwas machen mit? Nö, scheinbar nicht. Oder wir müssen erstmal die Eier finden, um die Sp wir müssen vielleicht erstmal die Eier finden, um die Sprengstoffe zu bekommen, um dann die Höhle hier zu sprengen oder irgendwie sowas. So komisch wie dieses Spiel hier ist, wäre mir das kein Wunder. Ey, wir haben sogar wieder ein Live bekommen. Wie geil ist das denn? Ich glaube fast, wir sind hier ganz schön gut unterwegs. Ich habe dieses Spiel schwieriger in Erinnerung gehabt irgendwie. So Max Schuss. Also die Super Nintendo Version ist auf jeden Fall deutlich schwieriger als die SNES, als die NES und die Game Boy Version. Ist doch gemein. Also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass man beispielsweise bei der SNES-Version auch nicht speichern konnte und die Level deutlich größer waren. Und obwohl sie größer waren, muss man halt eben mindestens genauso viel Kram machen. Hat nie durchgespielt gehabt. Ich kenne also die wenigsten. Ich würde fast behaupten, die wenigsten, die die Jurassic, die SNES-Version gespielt haben, haben auch das Spiel durchgespielt. Also mein Nachbar, von dem ich ja gerne mal erzähle, von dem ich sehr, sehr viele, also sehr, sehr viel gerade von SNES-Spielen mitgenommen habe. Bei dem kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass der überhaupt weit gekommen ist in dem Spiel. Weil du ja quasi in eine riesengroße Open World geschleudert wirst bei der SNES-Version.
und dich da erstmal überhaupt zurechtfinden musst. Da musst du erstmal rumlaufen, musst du dann erstmal hier so eine Gasmaske suchen oder eine Atemmaske, weil du an einem bestimmten Bereich da vorbei musst und so weiter und so fort. Also es ist schon... War schon ein hartes Brett. Also wirklich. Und jeder Ecke ist eine andere Falle. Ja, das kommt auch noch dazu. Ich meine, hier hast du ja zumindest nicht viel, ne? Hier hast du deine Dinos. Es sind immer wieder dieselben Dinos. Oder die gleichen. Sie haben immer das gleiche Pattern. Ja, und du kannst dich halt eben darauf einstellen. Also das finde ich eigentlich... Ich finde dieses Spiel echt fair. Ich hatte es unfairer in Erinnerung. Also ich glaube, du musst erstmal... Ach, siehst du, guck mal, hier doch sowas ähnliches. Du musst hier erstmal an diesen Triceratops und Dingsgehege dran vorbei. Was war das denn jetzt? Die sind einfach explodiert. Und sobald du das geschafft hast, ist das Spiel eigentlich schon gelaufen, ne? Zumindest wirkt es hier gerade so auf mich. Guck mal, ich muss noch 5 Eier sammeln. Noobfilter. Ja, so ist so ein bisschen, also so wirkt das ein bisschen, ne? Wie ein Noobfilter. Guck mal, hier haben wir noch eine Höhle. (lacht) 16 Eier, alles klar. Nee, komm. Die gehen wir später rein, sobald ich hier die Eier gefunden habe. Oder eingesammelt habe, die letzten 5. So, weil ich meine fast, dass das hier so... jetzt die Sprengstoffe bekommen oder sowas. Ne, wir bekommen einfach eine Schlüsselkarte. Ich wollte es einfach nochmal probieren. Ich wollte es einfach nochmal probieren. In der gutmütigen Hoffnung, dass wir hier einfach durchgehen. Na gut, dann geht's hier weiter. 10. Ja, warum genau soll ich eigentlich die Dinos warum muss ich die Dinos eigentlich sprengen? Ich meine, die explodieren doch sowieso schon. Ja, irgendwie jetzt ein bisschen sinnbefreit, oder? Nee, das fasse ich nicht an. Kann ja wohl schön knicken hier. Troll-Moves. Ich weiß halt eben auch nicht. Ob ich hier nicht noch irgendetwas übersehe dabei, ne? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu einfach, was hier gerade passiert. Also klar, ich habe hier jetzt die ganzen Eier gesammelt. Ja, alles schön und gut. Aber diese Kreuze auf dem Boden, die müssen doch noch einen Sinn ergeben. Oder? Oder nicht? So, guck mal, hier hat das Level angefangen. So, das ist der Punkt mit den 16 Eiern. Ein Ei habe ich schon mal. Aber zumindest ist das hier nicht so, nicht ganz so verworren, wie das letzte Level.
Da kommt Popcorn raus. Vielleicht hat jemand von euch Bock, Eier komplett sammeln, dann zum Kreuz. Möglich. Oh, das war dumm. Da habe ich nämlich nicht mitgezählt. Lord Helmchen! Vielen lieben Dank für dein Follow, mein Lieber. Schön, dass du vorbeischaust und schön, dass du mir gleich hier noch so dein fröhliches Followino da lässt. Ja, dann willkommen hier beim bisschen Gameboy-Retro-Spielen. Ich habe heute gesagt, wir spielen heute mal ein bisschen Spiele aus meiner Kindheit, in dem Fall Jurassic Park. Und ich habe Jurassic Park nie durchgespielt damals. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst und ob du das damals gespielt hast. Ich meine, das gab's ja so auch auf dem NES. Und ich meine, dass die Level oder die Stages sogar so ziemlich 1:1 übernommen wurden. Zumindest die NES und die Gameboy-Versionen. Schön, dass du mir von Twitch vorgeschlagen wurdest und dass ich hier dabei sein kann. Welcome to Jurassic Park. Genau, Jurassic Park. Da muss ich hier irgendwie Leck gedrückt lassen oder so? Ja, nicht sicher. Hans, grüß dich! Ja, Leute, dann gleich mal mit dem Shoutout. Achso, Moment, du warst doch schon hier. Ey, ich bin auch ein bisschen durch gerade. Ja, schaut doch mal. Warum hat denn immer noch keiner Hans geschoutoutet? Was soll denn das? Der kam gerade rein, hat noch keinen Shoutout bekommen. Boah, das ist voll der unfreundliche Service hier bei Dufti. Ja, Lord Helmchen, wir stecken alle unter einer Decke. Der Maeve, der Onkel Lom, der Captain Raver, Tamahome, Kellerabend, Phyrexus, Hans, Wax Weasler, Vragnik. Alle stecken wir zusammen. Oh, hier, Retro Sunshine habe ich noch vergessen. Der kriegt aber auch noch. Dem können wir bitte auch noch mal einen Shoutout geben. Ist irgendjemand da, der mal ganz kurz dem Retro Sunshine einen Shoutout geben kann? Das wäre zu freundlich. Das ist nämlich auch ein Retro-Streamer, der macht das super gut. Der verdient hier auch mal Shoutouts. Der hat mich auch schon öfter mal geraidet. So, ich sehe schon. Keiner da, der sich verantwortlich fühlt, dann mache ich das halt eben. So. Tastaturbelegung. Also, die Frage ist, wie geht's jetzt, wo geht's jetzt hier eigentlich genau weiter? Und wie funktioniert das mit diesen Sprengkapseln? Muss ich hier irgendwo irgendwas noch suchen? Vielleicht fehlt mir hier noch irgendwo was. Kann ja durchaus möglich sein. Diese kassiert da gleich ein Follow. Gut gemacht. Vielen lieben Dank, Lord Helmchen, fürs Followen. Vom guten Retro Sunshine. Er wird dich nicht enttäuschen. Was spielst du gerade? Muss man ganz kurz gucken. Brad and Fred? Irgendwas habe ich noch nicht so ganz mitgeschnitten hier in diesem Game. Irgendwo.
Irgendwo wird hier irgendwas sein, was mich hier vielleicht nochmal ein bisschen helfen tun kann. Retro ist immer ein Garant für Folgen. Das finde ich super. Ja, da wirst du... Oh, teilen. Da wirst du heute auf jeden Fall ganz gut bedient werden, denke ich hier. Weil wir heute nur Jurassic Park auf dem Gameboy spielen. Stößchen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das nämlich hier sowieso schon das letzte Level. Und dann geht es weiter mit Jurassic Park Part 2, The Chaos Continues. Hattest du die letzte Trinkpause auch gemacht? Ja, weiß ich jetzt nicht. Da kommen immer so viele Trinkpausen rein, dass ich da mittlerweile schon den Überblick verliere. Dementsprechend, ich trinke nochmal einen weiter. Weil sicher ist sicher. Sascha, grüß dich! Oh, hier kann ich ja gleich meine Shoutout-Runden weitermachen. Ja, auch mal beim Sascha vorbeischauen. Der müsste... Was spielst du? Fantasy Star war das doch, ne? Ups. Star Ocean. Siehst du, ey, immer wieder, ne? Ich verwechsel immer wieder Star Ocean und Fantasy Star. Sad. Richtig traurig. Das eine ist Square Enix, das andere ist Sega. Das sollte ich mir mal langsam merken können. Beziehungsweise Squaresoft. Je nachdem, wann das Spiel stattfindet. So. Die große... Ach, guck mal hier. Hier war ich noch nicht drin, ne? Zentraler Hauptrechner. Sie brauchen die richtige Sicherheitskarte zum Zugang. Einlass verwehrt. Ab. So, aber... Ein Sprengpäckchen. Wir brauchen drei Sprengpäckchen, ne? Ich hoffe, dass wir... Das, vielleicht müssen wir jetzt erstmal... Ja, wir müssen jetzt erstmal die Sprengpakete suchen. So, wir haben die Sprengpakete. Drei Stück. Wir wissen jetzt auch, wo die Kreuze sind. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Sprengpakete rübertragen. Ey, krass, da sind wir ja schon... Wir sind schon echt durch hier. Was? Was? Das ist ja voll krass. Einfach D-Make vom SNES. Nein, ist es nicht. Es ist eigentlich eher ein D-Make von einer NES-Version. Weil Jurassic Park gab es sowohl für den SNES, für SNES, NES und für den Game Boy. Die Spiele kamen relativ zeitgleich raus, weil zu dem Zeitpunkt wurde sowohl die NES als auch die SNES noch unterstützt. Und das Spiel hier ist eigentlich quasi die NES-Version als Handheld-Version. Also eigentlich schon ziemlich cool, finde ich. Und so vom Spielprinzip eigentlich auch gar nicht mal so scheiße, muss ich gestehen. Aber grüß dich, Hot Panther! Ich dachte nur, ich sag dazu noch mal ein bisschen was, bevor der Hate real wird. Na, ah, shit. Weil ich finde bisher, das Spiel braucht sich nicht verstecken. Es war eigentlich schon... Also ich glaube, als kleiner Lütte war ich zu Recht überfordert von dem Spiel. Aber so als erwachsener Lütte uncool gemacht. Ich darf nur nicht sterben bei dem ganzen hier. Und da lang. Sackgasse. Da lang meine ich natürlich. Und nix wie weg hier. Bumm. Moment, muss ich dann wirklich versuchen, gleich in kürzester Zeit aus diesem Ding rauszukommen? Ich hoffe doch nicht. Ey, das war ja wohl mehr als nur unfair gerade, was da gerade passiert ist.
So, hier mussten wir aber rechts lang, glaube ich. Jetzt nur ein bisschen haarig. Ich hoffe, dass wir das Ganze hier noch überstehen, weil lebenspunkttechnisch sind wir natürlich jetzt gerade ein bisschen am Abkacken. Durch unten geht's. Geht's noch weiter? Okay, das würde ich in 5 Sekunden bestimmt nicht schaffen. Oh, soll ich's probieren? Ach, fuck it. Warum? Warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Ich kann auch jetzt nicht auf den letzten 30 Zentimetern so verkacken. 35 Sekunden habe ich jetzt. Einfach an den Viechern vorbei hier. Einfache Geschichte. Schön wär's mit in einfach dran vorbei. So. Jetzt passt auf. Das Ding gibt mir keine Lebenspunkte. Es war so klar! Oh, warum mache ich denn das? Oh, warum mache ich denn das? Oh, Mann. Ja, es tut mir leid. Ich war neugierig. Oh, ich darf der Neugier nicht nachgeben. Ich merk's. Oh, ganz doof gewesen. Ich weiß, ganz, ganz doof. Es tut mir echt leid. So, das machen wir jetzt anders. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Und jetzt, jetzt holen wir uns erstmal die ganzen Eier. Nach und nach. Ja, das würde jetzt zum Glück nicht mehr ganz so lange dauern. Shit. Einfach mal das Ei kaputt gemacht. Kacke. Oh, ey. Jetzt fühle ich gerade ein bisschen die Steuerung trollen hier an der Ecke. Tut mir wirklich leid, das ist alles keine Absicht hier. So. Gameboy-Land, grüß dich! Na, wie geht's dir denn? Ewig nicht gesehen. Ich weiß, dass du mal irgendwann mit dem Raid hierher gekommen bist. Aber danach war irgendwie so ein bisschen Funkstille, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber das macht ja nichts. So, ah, seht ihr mal. Ich brauche hier nämlich erstmal die Eier, um durch diese Tür durchzukommen. Das war der Punkt. Aber das ist ja alles gut soweit. Das kriegen wir hin. Zum Glück konnte ich an dem konnte ich gerade eben dieses Fragezeichen-Ding nicht ausweichen. Aber zum Glück hat es mir auch Lebenspunkte gegeben. 9 Stück noch. Wie gesagt, jetzt können wir dann. Danach können wir ja zum Glück die, die Eier. Die Eier, sage ich schon. Die. Doch, die Eier aus den Dingen sammeln. Und gleichzeitig noch die. Die Bomben platzieren. Das ist doch eigentlich ganz praktisch. Ah. Mir fällt aber gerade so ein,
Es ist gar nicht so unpraktisch, wenn ich das so mache, dass ich erstmal auch die Eier einsammle, bevor ich die Bombe lege, ne? Weil sonst wird das nämlich richtig blöde. Stelle dir doch mal folgende Situation vor. Ich jage die Höhle in die Luft und habe noch nicht die Eier gesammelt. Das wäre keine gute Situation. Eins. Zwei. Ey! Also, die Gegner-Spawns sind ja manchmal auch ein bisschen unfair, ne? Jawohl, hier haben wir alle. Ach, komm schon. Jetzt kriege ich langsam Krämpfe in den Fingern. Vor allem, das ist halt eben unfair. Das spawnt der genau in der Treppe und ich kann auf der Treppe nicht schießen. Das war auch sehr knapp gerade. Jetzt gehe ich hier ganz nach hinten durch. Da hoch, da entlang, da entlang, da, da, in die Tür hinein. Einmal die Bomben sammeln. Natürlich kommt der Gegner auch auf die Idee, mir direkt ins Gesicht zu spawnen. Aber egal. Diesmal packen wir das ganz geschmeidig und souverän. Das haben wir. Noch irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Nee. Gut, dann fangen wir auch direkt mit der ersten Höhle an. Die erste Höhle war hier unten. Da muss ich... Ach komm. Nicht irgendwo festklippen. Ui! Der Maeve kommt in die Bude geraidet. Vielen, vielen lieben Dank, mein lieber Maeve. Da schreibt der gute... da schreibt der Chef doch den Shoutout persönlich. Final Fantasy 7. Oh Mensch, da muss ich aber auch nebenbei noch ein Fenster schließen. Ich war noch bei dir im Lurk. So, der Zeitpunkt ist schon dezent besser als gestern. Definitiv. Ich habe hier einen ganz entspannten Abend. Wir spielen heute Jurassic Park auf dem Game Boy. Leider nicht auf Original-Hardware. Das ist ein bisschen schade, weil meine SNES wollte irgendwie kein Bild heute liefern. Da werde ich mich nochmal die Tage drum kümmern. Dafür funktioniert meine N64 wieder. Also, alles irgendwie so. Keine Ahnung. Machen alle irgendwie hitzefrei oder sowas? Ich weiß es nicht. So, Final Fantasy 7 gab es bei dir. Ich habe gesehen, dass du den Cloud hast wieder, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hatte gerade aufgehört zu gucken, da hast du gerade, hier gegen Ultima Weapon, in diesem kleinen Dorf, wo der Lebensstrom immer rauspurzelt, gerade gesessen. Midel? War das Midel? Ja! Oh, sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet da richtig viel Spaß dran, weil, also, ich persönlich finde, es gibt... Ich finde, es gibt keinen besseren Final Fantasy Teil. Ich bin und bleibe ein Final Fantasy 7 Fanboy. Verbinde da so viel Nostalgie mit drin. Der Maeve ist auch am Start. Ja, ja. Ich sag ja, wir sitzen alle irgendwie unter einem Dach hier. In unserer gemütlichen Retro-Bubble. So, jetzt muss ich mal überlegen. Rechts lang war der falsche Weg, aber das ist nicht schlimm. Nee, hier war es links lang der falsche Weg. Hier war die Sackgasse.
Den müssen wir zuerst nehmen. So, wir müssen jetzt nämlich erstmal diese 15 Eier einsammeln. Aber das geht ja zumindest hier in der Stage. Finde ich. Shut up and take my money. Shit, jetzt habe ich ein Ei kaputt geschossen. Was? Junge! Mei, vielen, vielen lieben Dank für dein Resub. Ja! Ich wollte eigentlich Junge sagen, aber irgendwie kam dieser Raptor aus dem Nichts. Da musste ich einfach mal kurz den kreischenden Dufti machen. Puh. Panik. So, weiter geht's. Immer geradeaus. Wir sind hier, glaube ich, auch schon ziemlich am Ende. Ich meine, das Spiel hat nur 4 Stages. Und wir sind gerade guter Dinge dabei, dieses Stage abzuschließen. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich weiß, dass hier irgendwo gleich ein X auf dem Boden liegt. Und das X... Bei dem X müssen wir nämlich eine Bombe platzieren. Dann müssen wir den Weg zurücklaufen. So, diese Fragezeichen-Dinger, die nehme ich jetzt nicht mehr. Bin später nochmal drin. Alles klar, dann vielen lieben Dank dir nochmal für den Rage, wollte ich sagen. Für den Raid und für deinen Resub. Und dass du mir deine ganzen Leute hier noch anvertraust. Und dann viel Spaß und vielleicht bis später. Ich würde mich sehr freuen. So, ich muss jetzt hier ganz schnell einfach an allem vorbeilaufen, was geht. Ja, es hat hier schon ein bisschen Speedrun-Charakter, oder? Es sieht schon so aus, als würde ich hier ganz gut aufgehoben sein, wenn ich demnächst das Spiel speedrunne. So, letzte Höhle. Ich glaube, ich töte mich einfach, lass mich einfach mal komplett töten an der Stelle. Weil, wenn ich mich nämlich töten lasse, habe ich wieder volle Lebenspunkte. Wenn ich volle Lebenspunkte habe, dann kann es mir auch nicht passieren, dass ich auf dem Rückweg sterbe. Moment, ich glaube, diesmal müssen wir hier erstmal rechts lang. Oder doch links lang? Ach, ist ja auch egal eigentlich. Nö, war gut so. Sammel doch die Pizza ein. Nein! Ach so, ja. Klar. Aber die Pizzaschachtel einsammeln, warum denn nicht? Wenn ich ja eh sterben will, ich habe 2 Lebenspunkte, ich kann sterben, dann sammle ich doch einfach mal die Pizza ein. Du hast recht. Andere Seite. Jetzt pass auf, jetzt gibt sie mir Lebenspunkte. Toll. Sie macht mir nicht so viel... Hat sich gelohnt. So, da sind die letzten 3 Eier. Und los geht's. Genau das wollte ich nämlich jetzt vermeiden an der Stelle. So, geschafft! Moment. So, das größte Raptorennest ist zerstört. Das Radio im Kontrollraum wurde von den Raptors zerstört. Ihre einzige Chance ist es, zum Dock zu gelangen und das Radio an Bord des Schiffs zu benutzen. Ende der Meldung. Es kommt echt noch eine Stage? Damit habe ich nicht gerechnet. Es kommt noch eine 5. Stage. Na gut, dann machen wir halt eben ein kurzes kleines Päuschen und dann machen wir weiter, würde ich sagen. Ist ja bald durch. Ja, ganz geschmeidig.